Übergangssysteme gehören zu denen am stärksten beanspruchten Systemen eines Schienenfahrzeuges. Fahrt für Fahrt müssen sie die vielen Bewegungen der Wagen zueinander ausgleichen. Je nach Streckenprofil, Klima, geleisteten Betriebsstunden und Qualität der Wartung müssen Übergänge im Schnitt nach ca. 15 Jahren ersetzt oder überholt werden. Unser Hübner Refurbishment-Ansatz ist es, keinen 1-zu-1-Tausch eines in die Jahre gegangenen Übergangssystems vorzunehmen, sondern gemeinsam mit unseren Kunden projektindividuelle, maßgeschneiderte und vor allem bedarfsgerechte Refurbishment-Lösungen zu entwickeln. Das heißt, wir erarbeiten den richtigen Zeitpunkt und die richtige technische Lösung mit dem Ziel, Kosten runter, Verfügbarkeit rauf, also die Verfügbarkeit des Fahrzeugs für den Kunden möglichst hoch zu halten und die Refurbishment-Kosten möglichst gering. Richtiger Zeitpunkt ist dann, wenn möglichst viele Komponenten des Zuges getauscht werden und der Zug mit seinem als Gesamtsystem im Depot ist, in der Regel nach etwa 15 Jahren. Die Lebensdauer des Übergangs wird genau auf diesen Zeitpunkt ausgerichtet, damit eben möglichst viele Komponenten zur gleichen Zeit refurbished werden. Richtige technische Lösung heißt, nur das zu tauschen, was wirklich wichtig ist. Also möglichst viele Komponenten wiederzuverwenden bei gleichzeitiger Gewährleistung einer maximalen Lebensdauer des Gesamtsystems. Ja, Vorteile des Refurbishments bei Hübner sind ganz klar, wir haben das Produkt geprägt und haben jahrzehntelanges exzellentes Produktwissen. Das versetzt uns in die Lage, die technischen Komponenten sehr genau bewerten zu können, was wiederum projektindividuelle und effiziente Refurbishment-Lösungen möglich macht. Das Refurbishment für die IC3-Flotte ist ein besonderer Auftrag für die Firma Hübner, weil wir bereits als Erstausstatter die Übergänge geliefert haben und jetzt im Refurbishment einen wesentlichen Teil dazu beibringen, die IC3-Flotte in Deutschland und Europa weiter in der Zukunft fahren zu sehen. Ja, aufgrund unserer eingeführten Linienfertigung, auch gerade bei diesem Projekt, ist es uns möglich, schnell, flexibel darauf zu reagieren, da teilweise die Zuführungspläne auch der Kunden variieren. Und somit haben wir die Möglichkeit, Aufträge in enger Abstimmung mit dem Kunden vorzuziehen oder nach hinten zu setzen. Wir verstehen unser After-Sales-Geschäft als Lebenszyklusmanagement und sind von Tag 1 der Nutzung bis zum Ende der Lebensdauer verlässlicher Partner der Betreiber. Wir reagieren also nicht erst dann, wenn etwas kaputt geht, sondern arbeiten mit den Betreibern kontinuierlich an einer Lebenszyklusstrategie, damit die Verfügbarkeit der Übergangssysteme maximal hoch ist und bleibt. Unser Leistungsspektrum endet nicht beim eigentlichen Kernprodukt. Wir liefern stattdessen das komplette Projektmanagement gleich mit und verstehen auch die Dienstleistungen um das Kernprodukt Übergangssystem herum als unser Produkt. Ziel des Hübner After Sales and Services ist es, Stillstandzeiten und Kosten für den Betreiber zu minimieren und die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Wie können wir Ihnen helfen?